So, Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir sehen hier hinten die normalen F2-Bombenrohre von Nico. Um die dreht es sich heute. Wir testen einfach mal ein Röhrchen draußen. In diesem Rohr sind 5 Schuss drin. Es wird als Großkaliber-Bombenrohr bezeichnet von Nico. Wir haben eine NEM von 47 Gramm und das Röhli kostet knapp 3,50 bis 4 Euro. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung. Übrigens, diese Röhlis im Hintergrund sind F3-Artikel. Wer den Test nicht verpassen möchte, ne, kann ja gerne mal abonnieren. Ein Abo kostet kein Geld und vielleicht seht ihr ja dann auch dieses Test oder diesen Test. Da haben wir es wohl noch. Ja, wie gesagt, vielleicht seht ihr dann nochmal diesen Test von den F3-Röhlis in 30 mm. Also, bis gleich draußen zur Zündung der Bombenrohr-Großkaliber von Nico. So. Dann haben wir hier endlich mal das Bombenrohr 5 Schuss von Nico. So, schauen wir mal, was das kann. Vielleicht gibt es ja. Lebt er noch? Ja, mit Startschwierigkeiten würde ich sagen. Lebt er noch?